Bismillahirrahmanirrahim. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, der in seinem ehrwürdigen Koran so sagt: Und verrichtet das Gebet, entrichtet die Abgabe und verbeugt euch im Gebet mit den sich Verbeugenden. Zitat Ende. Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah gibt und dass unser Prophet Muhammad sein Anbetendiener und sein Gesandter ist. Allah Segen und Friede sein auf ihm und auf all seinen Angehörigen, seinen Gefährten und denen, die ihnen bis zum jüngsten Tag aufrichtig folgen. Es geht heute um das Thema Zakat und Almosen und deren Rollen bei der Entwicklung der Gesellschaft. Die islamische Scharia hat für die Menschen ein solides soziales System geschaffen, das auf gegenseitigem Mitgefühl, Zusammenhalt und Solidarität beruht. Der Prophet Muhammad, Allah Segen und Friede auf ihm, sagte in einer Überlieferung, das Gleichnis der Gläubigen in ihrer gegenseitigen Freundschaft und Barmherzigkeit sowie ihrem Mitgefühl füreinander ist wie der Körper eines Menschen. Wenn das Glied leidet, so leidet der gesamte Körper an Schlaflosigkeit und Fieber. Zitat Ende. Er sagte in einer weiteren Überlieferung, gewiss hält der Stamm der Aschariten zusammen. Denn wenn ihre Vegetierung auf einem Feldzug zur Neige geht oder wenn sich ihre Nahrungsmittelvorräte in Medina erschöpfen, so sammeln sie alles, was sie noch haben, in einem Tuch zusammen und verteilen es untereinander zu gleichen Teilen. Sie gehören so zu mir und ich zu ihnen. Zitat Ende. So hat der Islam Zakat vorgeschrieben und sie zu einer seiner starken Säulen gemacht. Er ermahnte die Wohltätigkeit und machte sie zu einem der großen Wege des Guten, was dazu beitragen kann, die Bedürfnisse der Bedürftigen zu erfüllen und ihr Unglück zu beseitigen. Allah Ehre sei ihm, sagte so im Koran, nimm von ihrem Besitz ein Almosen, mit dem du sie rein machst und läuterst. Zitat Ende. In einem zweiten Koranvers steht, und was immer ihr auch ausgibt, so werde es euch ersetzen. Und er ist der Beste der Versorger. Zitat Ende. Der Prophet Muhammad, Allah Segen und Friede auf ihm, sagte in einem Hadith, der Islam ist auf 5 Säulen aufgebaut. Dem Bezeugnis, Bekenntnis, dass es keinen Gott außer Allah gibt und dass Muhammad Allahs Gesandter ist. Der Verrichtung des Gebets, der Entrichtung der Abgabe, der Pilgerfahrt, also Hajj, zum Heiligen Haus in Mekka und dem Fasten des Monats Ramadans. Wer über den edlen Koran gut nachdenkt, wird feststellen, dass er an vielen Stellen die Zakat mit der größten und erhabensten Pflicht, also dem Gebet, in Verbindung bringt. Um ihre Bedeutung zu vergrößern und zur Erfüllung derselben anzuspornen. Allah Ehre sei ihm, sagte so im Koran, und verrichtet das Gebet und entrichtet die Abgabe. Und was ihr für euch selbst an Gutem vorausschickt, werdet ihr bei Allah finden. Was ihr tut, sieht Allah wohl. Zitat Ende. In einem zweiten Koranvers steht, dies sind die Zeichen des weisen Buchs. Eine Richtleitung und Barmherzigkeit für die Gutestuenden, die das Gebet verrichten und die Abgabe entrichten und sie, die sie vom Jenseits überzeugt sind. Zitat Ende. Auch warnt die Scharia auf der anderen Seite davor, Zakat nicht zu entrichten. Allah Ehre sei ihm, sagte im ehrwürdigen Koran, und diejenigen, die mit dem Geiz sind, was Allah ihnen von seiner Huld gewährt hat, sollen ja nicht meinen, das sei so besser für sie. Nein, vielmehr ist es schlecht für sie. Mit dem, womit sie gegeizt haben, werden sie am Tag der Auferstehung umschlungen werden. Und Allah gehört das Erbe der Himmel und der Erde. Und Allah ist dessen, was ihr tut, kündig. Zitat Ende. In einem weiteren Koranvers steht, diejenigen, die Gold und Silber horten und es nicht auf Allahs Weg ausgeben, denen verkünde schmerzhafte Strafe am Tag, da im Feuer der Hölle darüber heiß gemacht wird und damit ihre Sternen, ihre Seiten und ihre Rücken gebrandmarkt werden. Dies ist, was ihr für euch selbst gehortet habt. Nun kostet, was ihr zu horten bepflegtet. Zitat Ende. Abdullah ibn Abbas, Allahs Wohlgefallen auf ihnen beiden, sagte in einer Überlieferung, es gibt 3 Verse, die von 3 nicht zu trennen sind, also keiner von ihnen ist ohne den anderen anzunehmen. Und zwar, und gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten. Wer Allah gehorcht, ohne dem Gesandten zu gehorchen, dessen Gehorsam wird zurückgewiesen. Zweitens, verrichtet das Gebet und entrichtet die Zakat.
Also wer das Gebet verrichtet, ohne die Zakat zu entrichten, wird von ihm nicht akzeptiert. Drittens, wer Allah dankbar ist, ohne seinen Eltern dankbar zu sein, dem wird die Dankbarkeit verweigert. Zitat Ende. Zweifellos verstärken die Almosen die gesellschaftliche Rolle der Zakat, weshalb die islamische Scharia dazu ermahnt und ermutigt hat. Der Prophet Muhammad sagte so in einer Überlieferung: In dem Vermögen gibt es weitere Richter außer der Zakat. Und dann rezitierte er den koranischen Vers: Nicht darin besteht die Güte, dass ihr eure Gesichter gegen Osten oder Westen wendet. Güte ist vielmehr, dass man an Allah, den jüngsten Tag, die Engel, die Bücher und die Propheten glaubt und vom Besitz, obwohl man ihn liebt, der Verwandtschaft, den Weisen, den Armen, dem Sohn des Weges, den Bettlern und für den Loskauf von Sklaven hergibt. Zitat Ende. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Allah Segen und Friede sein auf dem letzten Propheten Mohammed, auf seiner Familie und seinen Gefährten. Die Zakat und die Almosen haben großartige Auswirkungen, darunter den Segen und die unermessliche Belohnung. Allah, der Erhabene, sagt so im erwürdigen Koran: Gewiss, diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, das Gebet verrichten und die Abgabe entrichten, die haben ihren Lohn bei ihrem Herrn und keine Furcht soll sie überkommen, noch werden sie traurig sein. Zitat Ende. In einem zweiten Koranvers steht, gewiss, diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werk tun, das Gebet verrichten und die Abgabe entrichten, die haben ihren Lohn bei ihrem Herrn und keine Furcht soll sie überkommen, noch werden sie traurig sein. In diesem Zusammenhang sagte unser Prophet Muhammad: Es vergeht keinen Tag, ohne dass zwei Engel herabsteigen. Und der eine ruft: O Allah, vergelte dem Spenden einer Spende entsprechend. Und der andere ruft: O Allah, füge dem Geizen den entsprechenden Schaden zu. Zitat Ende. Sie ist auch eine der Ursachen für eine gute Gesundheit. Der Prophet Muhammad sagte in einer Überlieferung: Sucht die Heilung eurer Kranken mit Almosen, bewahrt euer Vermögen mit Zakat und bereitet für die Prüfungen mit Gebete vor. Zitat Ende. Die Zakat spielt auch eine herausragende Rolle bei der Herstellung des Gleichgewichtes und der Entwicklung der Gemeinschaft. Die Angelegenheit ist umfassender in Bezug auf nachhaltige öffentliche Wohltätigkeit in Form von Projekten und Initiativen. Dazu gehören Projekte für Nahrungsmittel, Kleidungen, die Wiederherstellung von Wohnräumen, die Bereitstellung von Beschäftigungsmöglichkeiten und andere gute Zwecke, die dazu beitragen, die menschliche Fürsorge für die bedürftigsten Familien und die Entwicklung der Gesellschaft in den verdienstvollsten Gebieten zu verwirklichen. Es besteht also ein großer Bedarf, also Konzepte der Güte, des Zusammenhaltes und der gesellschaftlichen Solidarität zu verwirklichen, damit Liebe herrscht, Wohlstand entsteht und Entwicklung stattfindet. O Allah, bewahr unser Land Ägypten und alle Weltländer. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.